Crisis, What Crisis? Fünfte Staffel, aktive Transformation in einer fragilen Welt. Folge 4, Loyalität im Job. Herzlich willkommen bei Crisis, What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Crisis, What Crisis? Und unser Thema für heute lautet Loyalität im Job. Und Loyalität ist ja so ein Thema, das wird ja immer gefordert, aber es bedingt ja auch etwas. Uwe, was gehört denn da alles so dazu? Also jetzt werden viele sagen, oh Leute, jetzt ganz, ganz dünnes Eis, Loyalität, das ist etwas, was es in unserer Gesellschaft gar nicht mehr gibt und das brauchen wir auch gar nicht. Und wer sich darauf verlässt, der ist reingefallen. Ja, ein ganz, ganz schwieriges Ding. Im freundlichsten Fall sagen Menschen mir immer wieder, Loyalität ist was für Sozialromantiker oder Idealisten wie bei dir, ne, dass du glaubst an das, was Menschen sein können und das Gute. Aber es ist gar nicht das Gute, woran wir glauben, sondern ich glaube, Loyalität ist ein ungeheuer hohes Gut in unserer Zeit. Und wenn wir es schaffen, eine Organisation aufzubauen, in der Menschen hochloyal dieser Organisation gegenüberstehen und nicht in Form von Abhängigkeit oder Untertanengeist oder solchen Dingen, sondern in der sie zu dieser Organisation stehen und nicht nur in Erfolgssituationen, sondern dann auch, wenn es mal schwierig und herausfordernd wird, dann ist das eins der höchsten Güter, die wir überhaupt in dem Unternehmen haben können. Und die zweite These, die ich habe, ist einfach, Loyalität kriegt man nicht geschenkt. Das muss man sich ungeheuer arbeiten. Ja? Und Loyalität ist auch nicht statisch. Also es bleibt immer vorhanden. Nur weil du mal mein Freund warst, wirst du immer mein Freund sein. Sondern es gibt durchaus Situationen, in der das auf eine harte Probe gestellt werden könnte, im Binnenverhältnis zu den Mitarbeitern. Aber das kann auch zum Kunden sein, das kann zum Produkt sein. Ja, und viele Leute sagen mir, dass heutzutage eine Loyalität gar nicht mehr wichtig ist. Wenn ich Erfolg haben will, dann muss ich auch mal wechseln können. Unbestritten, du musst wechseln können. Aber Loyalität brauchen wir in zukunftsorientierten Unternehmen, um das Projekt Agilität überhaupt hinzubekommen. Das klingt jetzt vielleicht sehr unverständlich, aber ich glaube, es ist eben ungeheuer notwendig, dass wir eine hohe Loyalität haben und nicht immer wieder über grundsätzliche Dinge reden müssen, wie Werte, wie Treue, wie Verbundenheit, wie Gegenseitigkeit oder Zuverlässigkeit, sondern solche Dinge müssen halt einfach, wenn ich sie brauche, abrufbar sein. Und nicht erst abrufbar im Sinne von Aktivität, sondern im Sinne von Handeln der Beteiligten. Unaufgefordertem Handeln der Beteiligten. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt ein bisschen pathetisch, aber das ist das, womit erfolgreiche Unternehmen ihren vorderen Platz im Wettbewerb immer einhalten werden. Das Thema Loyalität, wer hat dich mal angesprochen, die Wude, die 14 Tugenden der Shaolin. Und da wird es auch so gesehen, dass es sogar die wichtigste Tugend ist, so das Grundfundament. Und ja, in diese Loyalität, ja, also sie muss sich verdient, sie muss sich erarbeitet werden. Da geht ja auch rein Vertrauen, also Vertrauen in den Menschen miteinander, untereinander. Es geht aber auch mit rein das Thema der Transparenz, der Klarheit, sodass, so wie du eben sagtest, ja, man darf auch wechseln dürfen. Und es geht eben auf diese Zeitphasen. Also es ist ja nicht, bis dass der Tod euch scheidet, in dem Spruch in der Arbeitswelt, sondern es geht darum, wenn ich mich, neudeutsches Wort, Commitment, also
für jemanden bekenne, dass ich da arbeite, dass ich dort eine Aufgabe erledige, dass eben das Vertrauen, die Verlässlichkeit von beiden Seiten da ist, dass sich jemand darum kümmert. Also das heißt, Mitarbeitende dürfen darauf vertrauen, dass Führung ihre Position zum ihrem Wohle und zum Wohle der Organisation und nicht zum Selbstzweck einsetzt. Darum geht es doch. Und dann mal auch die Klarheit, wenn der Punkt gekommen ist, dass Dinge nicht mehr stimmen, dass ich sie ansprechen kann. Also wir könnten jetzt, kommen wir noch in den nächsten Folgen mal drauf, das Thema psychologische Sicherheit. Also kann ich im Zwischenmenschlichen ein Risiko eingehen, indem ich meine Meinung, mein Unbehagen oder sowas äußere, oder muss ich mit Repressionen rechnen? Das gehört ja hierfür auch für in den Loyalitätsbegriff für mich mit rein. Absolut. Also wenn du diese zwei Dinge, Transparenz als absoluten Wert in der Loyalität nimmst, dann hatten wir das ja vorher schon, braucht neue Führungskräfte. Wie bereit bin ich denn in meinem Unternehmen, Transparenz so weit gehen zu lassen, dass die Mitarbeiter sehr, sehr viel, nicht alles, über alle Abläufe im Unternehmen wissen? Und dieses Vertrauen, was du angesprochen hast, das ist Trust, ne? Einfach zusammen, Vertrauen im Unternehmen als freiwillige Verbundenheit, ne? Und nicht als Einbahnstraße. Du musst mir alles sagen, ja, von bottom up oder so, sondern auch top down einfach zu sagen, dieses Vertrauen zu leben und freiwillig mit dir verbunden zu sein. Und ich muss das nicht verkünden oder irgendwo hinschreiben oder ständig in Meetings ansagen, ja, ich vertraue euch ja. Dann ist es halt nichts mehr. Und wenn wir dann so Wörter hören, die höre ich oft in Veranstaltungen, wenn ich mal ehrlich sein soll, ne, dann sage ich, ach so, gerade jetzt bist du mal ehrlich. Und sonst, da macht sich bei mir immer ganz viel auf. Und dann kommt nämlich ein dritter Punkt dazu, den ich ganz wichtig erachte, das ist Wahrheit. Was ist wirklich wahr? Ne? Oder was ist fake? Und diese drei Punkte, Transparenz, Vertrauen und Wahrheit, die gehören für mich ganz, ganz eng, gerade in diesem Dreieck von Loyalität zusammen. Aber Dann was du jetzt gerade gesagt hast, also kommt mir gerade der Begriff Konformität, der ja da ein Gegenläufer ist. Also genau, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf, also heißt ja, dass wir ansonsten konform angepasst sind, weil der Rahmen es nicht hergibt, offen miteinander zu sprechen. Da sind wir bei einer Geschichte, die eine ganz große Rolle spielen wird, wenn ich einen Veränderungsprozess wirklich, wenn ich ein Veränderungsmanagement betreiben will, die mich in einen Loyalitätskonflikt bringen können, nämlich Werte und Ziele. Wenn denn dann da das nicht übereinstimmt zwischen denen, die das initiieren und denen, die beteiligt sind am Prozess, dann werde ich grandios scheitern. Und Werte zu verkünden, ne, und sie als verbindend für alle anzupreisen oder festzuschreiben, du musst das jetzt hier unterschreiben und dann ist das für dich ein unaufbringbarer Wert. Nein, es muss durch den Kopf. Wieder muss es durch den Kopf, durch Und es muss Verstehen. gelebt werden. Genau. Und das hat etwas, natürlich hat das etwas mit dem Begriff, man kann viele Übersetzungen bringen für Loyalität. Eine Übersetzung heißt Moral. Und eine Übersetzung heißt Anständigkeit. Und wenn ich anständig bin, dann müssen meine Werte das auch sein. Und dann müssen wir uns fragen, ist das, was wir wollen, ist unser Ziel oder unser Wert im Unternehmen denn anständig? Und kann das jeder miteinander vertreten? Und Loyalität wird oft verwechselt mit Abhängigkeit oder mit Obrigkeitsdenken oder mit Untertanengeist oder so. Nein, Loyalität ist etwas Flexibles, was jeder für sich ganz alleine entscheiden muss. Und nicht im Inneren, ja, wir haben mal untersucht in einem Unternehmen mit Studierenden der Universität Rostock und haben versucht rauszukriegen, Fluktuationsneigung bei den Mitarbeitern. Wir sind grandios gescheitert, was in so einer wissenschaftlichen Arbeit ja durchaus auch möglich ist, ne, zu sagen, ich kann Fluktuationsneigung nicht messen. Was kann ich aber? Ich kann es fragen. Kriege ich eine Antwort? Und die Antwort steckt in dem Begriff Loyalität. Wenn ich eine Kultur im Unternehmen habe, nicht in der Fluktuation
ein Naturereignis ist und wo permanent geheuert und gefeuert wird. Wenn ich eine Kultur der Zusammenarbeit habe und der Offenheit und des Vertrauens habe, dann weiß ich auch, wenn jemand fluktuationsgeneigt ist, aus ganz bestimmten Gründen. Er hat in seiner Lebensplanung etwas anderes vor. Er ist in dem Unternehmen, dem er jetzt gerade ist, nicht mehr gefordert. Oder er hat irgendeinen anderen Grund, es zu tun. Ne? Ich spreche jetzt mal nicht von altersbedingten Dingen, sondern einfach zu sagen, dann habe ich bei Loyalität so hehre Begriffe wie eine neue Offenheit. Warum soll ich nicht darüber sprechen, was mein persönliches Ziel ist und wie diese persönlichen Ziele in die Ziele des Unternehmens passen? Ganz offen, einfach zu sagen, ich bleibe noch bis dann und dann im Unternehmen. Ja. Horst Rubesch bleibt Chef der Frauenfußballnationalmannschaft bis zu den Olympischen Spielen. Und ich wünsche ihm alles Glück der Welt, dass er das auch, ja, dass er das auch schafft. Und das Ziel ist ganz klar. Alle wollen zu den Olympischen Spielen. Er will bis dahin auch Trainer bleiben. Und das ist so wie soll ich sagen, diese neue Offenheit, diese moralische Verpflichtung dem gegenüber, ohne abhängig zu sein. Ja, das ist so etwas, wo ich sage, schwierig, aber das ist eine Führungsaufgabe und das kann ich nicht lernen. Und das unterscheidet eben Kulturen, in denen Konkurrenz ausschließlich gelebt wird, wo gegeneinander gearbeitet wird, wo nicht gemeinsam wo die Kultur ist, ich steche den anderen aus, kann ich Loyalität komplett vergessen. Da, wo ich in den Kulturen, in denen ich Kooperation habe, ja, da ist das sicherlich schon ganz, ganz stark vorhanden. Und dann gibt es dieses Co-Creation, heißt das, ich weiß gar nicht, wie man das heutzutage sagt, diese enge, stärkenorientierte Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen, wo ein kreativer Austausch auf Augenhöhe über alle Ebenen stattfindet. Subordination bleibt, der König bleibt der König, aber dieser kreative Austausch führt dann zu einer erhöhten Loyalität auch, weil wessen Ziel ist es? Mein Ziel. Wer hat es erfunden? Ich habe es erfunden. Wer ist dabei? Alle sind dabei. Wenn es nicht gut ist, muss es verändert werden. Ne? Ist es schlimm, dass wir es verändern? Nein. Ne? So, das ist so dieser Loop, den wir dabei immer wieder drehen. Es ist ja auch diese Vorbereitung, das, was ja heute so unter Quiet Quitting, früher hat man einfach in Deutsch gesagt, stille Kündigung. Also das heißt, Ja. jemand ist da, macht irgendwie seinen Job, aber es ist kein darüber hinausgehendes Engagement mehr da. Es wird auf Minimalflamme gearbeitet. Und Eine ganz, wollen ja. wir denn heute mit dem Thema, also gerade was ja jetzt durch die Wirtschaftsnachrichten, Unternehmen XY, da 7.000 Stellen abgebaut, da 5.000, gut, die sind jetzt nicht einmal alle in Deutschland, aber es sind doch ziemlich hohe Zahlen auch in Deutschland. Also wie beschaffe ich es denn in großen Unternehmen, schaffe ich es überhaupt, das Thema Loyalität dort zumindest abteilungsmäßig in kleineren Organisationseinheiten dieser großen Konzerne hinzubekommen, wenn man sagt, naja, egal was ich tue, wie gut ich geleistet habe, wenn es da die Sense gibt, die einfach mal durchfährt, dann kann es mich auch erwischen. Aber es ist ja eine Kulturfrage. Das ist ja das, was großen Unternehmen immer unterstellt wird. Ich glaube nicht, dass es eine Frage der Größe eines Unternehmens ist, sondern es ist eine Frage der Kultur im Unternehmen. Einfach hinzugehen und zu sagen, auch wie ist dieses Unternehmen, wie hat es sich entwickelt, wie sind wir da hingekommen, wo wir hingekommen sind? Ja, wer waren die Akteure in diesem Unternehmen? Welche Erfahrungen sind in dem Unternehmen angekommen oder gelebt worden? Ja, wir haben ja beide viel Erfahrung gesammelt oder sammeln dürfen, in denen eine Kultur, in Unternehmen, die eine Kultur hatten von Heuern und Feuern. Ne, wo die mittlere Stehzeit der Mitarbeiter höchstens 1 bis 2 Jahre waren, dann waren die entweder physisch verschlissen oder aber sie waren sowas von bedient von der Arbeit in diesem Unternehmen, dass sie Unternehmen freiwillig oder eben mit leichtem Druck verlassen haben. Daran glaube ich übrigens ganz fest, es ist keine Frage der Größe, sondern das, was wir vorhin gesagt haben, eine Frage des Vertrauens. Und dann wieder der Transparenz. Warum soll ich in einem großen Unternehmen über vielleicht mehr hierarchische Ebenen
nicht auch Vertrauen aufbauen, wenn klar ist, welche Aufgabe ich gerade zu erfüllen habe, wenn klar ist, welche Ziele dieser Konzern im Augenblick hat. Dann hinzugehen und zu sagen und auch wahr darzustellen, eine Wahrheit. Ja, es sind andere Instrumente und Methoden. Wir haben ja über die Kompetenz einer Führungskraft gesprochen und wir haben noch nichts gesagt über die Methodenkompetenz. Ja, aber die Methode ist dann anders. Aber die eigentliche Arbeit, die da verrichtet werden muss, über mehrere Ebenen und auch die, du hast es vorhin gesagt, die Kommunikation vielleicht der einzelnen Ebenen miteinander, das ist dann wichtig. Und das ist eine reine Kulturfrage. Und dann ist es keine Frage der Größe. Ja, vielleicht ist es in einem kleinen, familiengeführten, inhabergeführten KMU mit, weiß ich nicht, 25 bis 700 Mitarbeitern leichter oder anders. Aber es ist durchaus in allen Unternehmensgrößen möglich. Und wir erleben das ja auch in unserer täglichen Praxis, dass wir in Großunternehmen durchaus geschafft haben. Da gibt es dann andere Indikatoren. Wir haben jetzt nicht die Fluktuationsneigung genommen. Wir nehmen einfach mal die Fluktuationsrate oder die Krankenquote. Wenn man diese beiden Dinge nimmt, das sind so indirekte Indikatoren dafür, wie ist eigentlich die Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch ein Indikator dafür, für die Loyalität dem Unternehmen gegenüber. Weil wenn ich einen Krankenstand habe von 20%, ja, wie in der öffentlichen Verwaltung nicht unüblich, dann sage ich einfach, wie loyal ist das, dass ich zum einen unseren Auftrag nicht erfülle, den das Unternehmen hat oder die Verwaltung, nach außen hin für unsere Kunden oder unsere Bürgerinnen und Bürger, für die Wählerinnen und Wähler, nach außen, aber auch nach innen die Loyalität, wenn 20%, 30% der Mitarbeiter nicht da sind. Ja, wir haben öffentliche Verwaltung, da sind 25% der Mitarbeiter permanent nicht anwesend. Was macht das mit den anderen? Jetzt kann man darüber philosophieren. Soll ich denn krank zur Arbeit kommen? Nein, niemand soll krank zur Arbeit kommen. Soll ich aber gesund zu Hause bleiben? Mit Schein oder ohne Schein, die Diskussion führen wir ja schon seit vielen Jahren. Ne, wo fängt Loyalität an und wo fängt Enttäuschung oder Untreue an? Ich finde das gerade einen ganz wichtigen Punkt, dass diese Loyalität, also das heißt nicht der Mitarbeiter zu seinem Chef oder zum Unternehmen auf der einen, also ja, das natürlich, aber auf der anderen Seite ja auch die Loyalität von Chef zu den Mitarbeitenden. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, und dann sind wir auch wieder in dem ganzen Feld der Wertschätzung, wie wird die überhaupt miteinander gelebt? Dass es auch unter den Kollegen eine Loyalität geben muss, so wie du sagst, da ist Arbeit da, die muss erledigt werden, da steht was an, dass ich mich auch auf die anderen wieder verlassen kann. Wir ziehen an einem Strang und nicht die einen setzen sich hinten auf den Wagen und lassen sich mitziehen oder stemmen sich sogar noch dagegen, wenn es blöd läuft. Wenn das so ist, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, dieses Co-Creation, das kann man übersetzen mit mit einem gemeinsamen Schöpfungsprozess. Und wenn ich mich diesem Prozess aber bewusst oder unbewusst permanent entziehe, ja, dann und die Verantwortung mit für den Gesamtprozess nicht übernehme, dann werde ich nicht in einer hohen Loyalität dem Unternehmen oder dem Prozess oder der Aufgabe oder den Zielen gegenüberstehen, sondern mir ist es eigentlich egal. Und wenn also so etwas dazu kommt, dass ich sage, dieser Prozess, dieser Schöpfungsprozess, diese Idee, die hinter unserem Auftrag steht, den wir haben, das ist gar nicht meins, dann kann ich komplett einfach hingehen und sagen, du bist nicht loyal deinem Unternehmen gegenüber. Und wir werden das Ziel nicht erreichen. Und was dann eben halt passiert ist, entweder ich kriege eine höhere Fluktuation oder aber der Krankenstand steigt weiter und das Ergebnis, das Betriebsergebnis wird nicht erreicht werden. Eine Unzufriedenheit wird sich aufbauen. Das ist wie eine Spirale. Und wenn wir vorhin von so einem Loop gesprochen haben, dann wird auch das ja ein Loop sein. Ja, dass eben erhöhte Krankenstände wieder neue Krankenstände erzeugen, dass erhöhte Fluktuation wieder neue Fluktuation erzeugt. Ja, wer bleibt eigentlich, wenn ich nicht Herr des Verfahrens bin im Unternehmen? Wer bleibt eigentlich im Unternehmen und wer geht weg? Lass ich mal offen stehen als Frage. Ja, und deshalb ist unabdingbar, dass wir eine
dass die Führungsaufgabe, also New Work, braucht eine neue Loyalität, nicht eine Abhängigkeit und nicht eine bedingungslose Ergebenheit oder Untergebenheit oder ja, das, was wir in einigen Kulturen ja so erleben, sondern eine ehrliche und wahre und konsequente Zugehörigkeit zu diesem Produkt oder zum Unternehmen oder vielleicht auch zu Menschen. Finde ich einen Das wunderbaren Abschluss jetzt auch für diese Folge. Und bevor jetzt die Leute sagen, ja, was soll ich denn noch alles machen? Es ist gar nicht so schwer, weil das eine das andere bedingt. Und wenn jeder für sich seinen Kern gefunden hat, Wertschätzung, seine Werte, wenn dann ergeben sich die Dinge, dann entstehen die im gemeinsamen Tun. Und was dieses gemeinsame Tun dann mit der Agilität, mit den Menschen macht, das wird dann der nächste Themenblock sein für die nächsten Episoden. Bleibt gespannt, bleibt uns gewogen und wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Und ciao. vielen Dank. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.